Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage, sehr geehrter Herr Kammerer. Liebes Konishi-Team, unser Teig 24 Kubikmeter, 4,5 Kubikmeter Bürstenfilter, 2 Kubikmeter Japanmann und im Anschluss einen Rieselfilter mit 400 Liter Filtermaterial, Biorock, Nano, Taro, Stangen, Austernschalen. Die Anlage wurde im September 2018 komplett nach Ihren sehr empfehlenswerten Blogs gebaut und läuft erstklassig. Vielen Dank dafür. Umwälzung alle 50 Minuten. Klingt schon mal alles perfekt. 25.000 Liter nach den Japanmatten direkt über 2 Einläufe in den Teich. 10.000 Liter gehen nach den Japanmatten über den Rieselfilter. Belüftet wird der Teich mit einer Hyplow 100, Biokammer Hyplow 60, Wasserwerte GH4, KH6, pH 7,4, Nitrit 0,1, Nitrat 12. Dank Wärmepumpe seit Mai 23, 24 Grad, durchschnittliche Temperatur. Die 11 Koi 30 bis 70 cm bekommt zurzeit 200 Gramm Futter täglich. Jetzt zur eigentlichen Frage. Mit den Werten haben wir fast japanische Verhältnisse. Was würde aber mit dem pH-Wert passieren, wenn wir eine Gesamthärte 8 hätten, ein Rieselfilter und eine Hyplow und würden das Management genauso weiter betreiben? Schädlich für unsere Koi, unbedenklich, gut. Vielen Dank für eine Antwort, über die wir uns sehr freuen würden. Die Antwort ist ganz einfach, wenn die Gesamthärte um 2 nach oben geht, ist es gerade mal wurscht, es würde sich gar nichts verändern. Entscheidend für den pH-Wert ist nämlich die Carbonathärte, das Calciumhydrogencarbonat. Und das Calciumhydrogencarbonat zehrt sich auf 2 Arten im Teich auf. Einmal ist es die biogene Entkalkung, das heißt, wir haben Algen, die daraus das CO2 beziehen, also für sich selber der Stoffwechseldünger. Und dann haben wir die Nitrifikanten, die Bakterien, die Ammonium und Nitrit abbauen, die ja weder im Ammonium noch im Nitrit selber Kohlenstoff, den sie für den Zellaufbau benötigen, vorfinden und daher ihn fremd beziehen und das auch aus der Carbonathärte tun. So, deshalb müsste man eigentlich in allen Teichen oder sollte man in allen Teichen einen Unterschied, eine Differenz zwischen dem Carbonathärtewert im Teich und der Carbonathärte im Leitungswasser müsste man immer messen, weil in dem Moment, wo das Leitungswasser in den Teich kommt, beginnt sich das langsam aufzufressen. Und wenn jemand überhaupt gar keinen Wasserwechsel mehr macht oder überhaupt nicht mehr aufhärtet, viele müssen auch nicht aufhärten, weil die genügend Carbonathärte übers Leitungswasser bekommen, dann kommt es irgendwann zum Säuresturz, weil irgendwann ist die Carbonathärte bei 0. Und wenn sie bei 0 ist und die Fische weiter schön CO2 abatmen, dann gibt es den Säuresturz, pH fällt unter 6, unter 5 und irgendwann sind die Koi tot. So, aber wie gesagt, das ist von der Gesamthärte unabhängig und ich kann euch ohnehin sagen, solche Systeme, die leben und so wie ich gerade gesagt habe, wir haben eine biogene Entkalkung, die funktioniert durch Algen und wir haben einmal dann die Entkalkung in Anführungszeichen durch die Filterbakterien. Bei den Filterbakterien ist es wahrscheinlich relativ konstant, die 200 Gramm Futter, die ihr füttert, wenn der Eiweißgehalt gleich ist, hat einen so und so hohen Ammoniumausstoß zur Folge. Aber auch da, die Fische wachsen, der Ammoniumausstoß wird sich irgendwo verändern. Aber das sagen wir jetzt mal, die Seite ist noch relativ konstant. Bei den Algen ist es was ganz anderes. Wenn sich die Algen plötzlich bei euch im Teich mega wohlfühlen und wachsen, explodieren wie verrückt, dann brauchen die halt auch entsprechend viel CO2 und entsprechend stärker ist die biogene Entkalkung, desto stärker wird der Carbonathärtewert im Teich fallen und da muss man natürlich dann irgendwie gegensteuern, Algen abmähen, behandeln, in ihrem Wachstum hemmen, aufsalzen, sonst einen Algenvernichter einsetzen. Also von daher, wenn wir im Management nichts ändern, wie wird sich mein Wasser verändern, wie würden sich die Umweltbedingungen verändern? Sie würden sich immer auf kurz oder lang ins Negative verändern, also ein Management muss eigentlich immer angepasst werden, schon alleine aufgrund des Wachstums der Koi. Ja, das Wachstum hat auch mehr Futter zur Folge. Mehr Futter hat wahrscheinlich dann auch wieder, nicht wahrscheinlich, und mehr Futter hat auch wieder die Veränderung der Wasserwerte zur Folge. Aber rein auf eure Frage eingehend, rein die Gesamthärte verändern, hat meines Wissens keinen Einfluss auf das Management und von Gesamthärte 6 auf 8 schon gar nicht. So. Ihr habt mich zum Bloggen eingeladen, freut mich, in 66957, wo auch immer das ist. Schickt bitte nochmal eine separate Mail, weil diese Mails kommen dann in Ordnung. Unsere Carina oder meine Frau haben das sicherlich auf dieser Zuschauerfrage unten nicht gesehen. Und dann kommt ihr in Ordnung und wenn ich in der Nähe bin, würden wir uns bei euch melden. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.